Hallo liebe Kicker des SC Herzogenburg, mein Name ist Reinhard Dittl. Wer mich noch nicht kennt, ich bin seit mittlerweile 17 Jahren Spieler der Kampfmannschaft in Herzogenburg, seit über 10 Jahren Kapitän. Der Verein ist an mich herangetreten und hat mich gebeten, dass ich für diese besondere Zeit für euch ein Workout zusammenstelle, das ich natürlich sehr gerne machen werde. Ihr werdet in regelmäßigen Abständen bestimmte Workouts auf den YouTube-Channel gestellt bekommen. Ab dem nächsten Mal werden wir auch versuchen, dass wir einen anderen Kampfmannschaftsspieler zuziehen können, dass der auch eine Übung vorstellt. Ich wünsche euch mit dem Workout viel Vergnügen, viel Spaß beim Trainieren und bis bald. Die erste Übung heißt Gabelpyramide. Die Übung startet so: Ihr werft euch den Ball auf, der Ball springt einmal am Boden auf und ihr berührt den Ball einmal mit dem Fuß. Dann hüpft der Ball wieder einmal am Boden auf und ihr gabelt ihn euch zweimal hoch. Dann hüpft er wieder einmal am Boden auf, gabelt ihr ihn dreimal auf, dann wieder am Boden, dann viermal, Boden, fünfmal. Wenn ihr dann fünf erreicht habt, geht es wieder rückwärts. 4, 3, 2, 1, dann ist aus. Dazwischen soll der Ball immer einmal den Boden berühren. Wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr die Übung auch erweitern. Ihr müsst nicht bis 5 die Pyramide aufbauen, ihr könnt es auch bis 10, 15, 20. Immer wenn ihr die Maximalzahl erreicht habt, geht sie wieder zurück. Ja? Also dann von zum Beispiel 15 wieder runter, 14, 13 und so weiter. Die nächste Übung heißt Schuhe verschieben. Ihr braucht dazu 4 ganz normale Schuhe. Ihr steht auf einem Standfuß und denkt euch, der Fuß ist angeklebt am Boden. Den könnt ihr nicht mehr abheben oder irgendwie verschieben. Ihr versucht dann mit dem anderen Fuß Schuhe, die ihr rund um euch aufgestellt habt, so weit wie möglich wegzuschieben. Habt ihr das gemacht, versucht ihr in einer zweiten Runde die Schuhe noch weiter wegzuschieben bzw. einfach zu berühren. Schaut, wie weit schafft ihr es nach 5 Runden. Anschließend macht ihr einen Beinwechsel und versucht das Ganze mit dem anderen Bein. Wenn das auch erledigt ist, könnt ihr das Ganze auch noch mit den Händen machen. Und mit den Händen versuchen, die Schuhe so weit wie möglich wegzuschieben. Geschicklichkeitsübung und ein bisschen auch Kräftigungsübung. Ihr verwendet eine Bratpfanne und ein Klopapier. Ihr versucht nun mit der Bratpfanne das Klopapier hochzuwerfen und wenn die
Klopapierrolle in der Luft ist, dreht ihr die Bratpfanne um 180 Grad und versucht dann, das Klopapier wieder aufzufangen. Wenn ihr das aufgefangen habt, macht ihr eine Kniebeuge und dann das Ganze wieder retour. Wieder die Klopapierrolle in die Höhe schmeißen und nun wieder mit der Innenseite auffangen. Anschließend wieder eine Kniebeuge und so weiter und so fort. Schaut, wie viele Wiederholungen ihr hier zusammenbringt. So, das war das heutige Workout. Viel Vergnügen damit beim Trainieren. Wäre cool, wenn ihr auch ein paar Impressionen, ein paar Videos macht und die dann in eure WhatsApp-Gruppe stellt oder eurem Trainer schickt. Ich kann sie dann beim nächsten Workout auch in das Video einbauen, damit ihr auch von anderen Mitspielern seht, wie die sich da geschlagen haben. Alles Gute weiterhin, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.